Es wäre lustig, wenn er auch nur für den... Angst vor euch. ...vor den Hauseigentümern, beim Hauseigentümer leuchten würde dann. Die Leute, die jetzt kommen, die vielleicht den Noraktis TS gelesen haben, gerade noch Luxushändler und danach für 20 Minuten wird die Maske verlost. Der Kessel. Oft besucht für viele, die zum Beispiel auch Moras Flüstern gesucht haben, weil sie hier Wachlinge töten konnten, Beobachter. Nein, nein! Bleib zurück! Steht auf, Sterblicher! Eure Schwäche beschämt uns beide. Jemand nähert sich. Es scheint niemand von der erwachenden Flamme zu sein. Könnt ihr das Reden übernehmen? Ich muss kurz verschnaufen. Und hier sind wir natürlich auf jemanden getroffen, den wir alle schon ganz gut kennengelernt haben. Oh, gut. Endlich jemand nämlich im Gefängnis ist. Der Kaiserstadt. Ich kann mich darauf verlassen, dass ihr diesen Handel erfüllen werdet. Ihr habt letztes Mal so viel Talent gezeigt. Ich hoffe, ihr enttäuscht mich nun nicht. Was für einen Handel meint ihr? Natürlich hat er mir die Einzelheiten überlassen. Ich habe Dratas angeheuert, um Zugriff auf eine wichtige Kassette zu bekommen. Seine Familie wurde von denselben Kultisten entführt, die auch das haben, wonach ich suche. Daher bot ich einen Tausch an. Er greift auf die Kassette zu und ich rette seine Leute. Und die Kassette ist in dieser Mine? In dieser Mine findet sich mehr als nur Fledermäuse und Schimmel. In ihr lauert ein Kult, der nach ungeheurer Macht strebt. Ich fürchte, Dratas kann solchen Feinden allein nicht standhalten. Je mehr wir sind, desto besser unsere Chancen. Wie wäre es, wenn ich die Sache etwas schmackhafter mache? Ein paar Gold, wenn ihr helft, die Kassette zu bergen? Ich werde mich eurer Suche nach der Kassette und Dratas Familie anschließen. Dann sind wir uns einig. Ich schlage vor, ihr geht weiter und macht den Weg frei von diesen unausstehlichen Kultisten und ihren Haustieren. Ich glaube, wir können uns diesbezüglich nicht auf irgendwelche Hilfe von Dratas verlassen. Was ist in dieser Kassette? Solcherlei Wissen ist nicht Teil des Handels. Ich werde es euch sagen, wenn es nötig wird. Doch das scheint unwahrscheinlich. In der Zwischenzeit konzentriert euch ganz auf die Beschaffung. Könnt ihr mir sagen, warum ihr nicht drauf zugreifen könnt? Ja, das erscheint mir vernünftig. Der Erschaffer dieser Kassette hat sie mit einem Schutzzauber versehen, durch den dätrische Wesen wie ich sie nicht öffnen können. In seinem Hochmut dachte er nicht daran, sie auch vor Sterblichen zu schützen. Ich vermute, weil er dachte, dass sie nie überhaupt auch nur in die Nähe davon kämen. Erzählt mir mehr über diesen Kult. Ich gebe zu, ich weiß nicht viel. Sie kamen aus dem Nichts. Die Spur des Gegenstands, den ich suche, führte mich zu dieser Mine. Aber woher sie kommen, bleibt ein Mysterium. Das ist genau das, was mir Sorgen macht. Was macht ihr hier, Lyrant? Seit wir uns das letzte Mal trafen, habe ich mich der Vernichtung der Helfer von Merunes Dagon verschrieben. Deshalb weiß ich vom Inhalt der Kassette und bin hierher gekommen. Aber ich verrate schon zu viel. Ich will nicht, dass ein Sterblicher wie ihr sich darüber den Kopf zerbrechen muss. Okay. Also habt ihr eingewilligt, uns zu helfen? Oh, vielen Dank. Ich bin auf solche Dinge nicht wirklich vorbereitet. Mein Dorf versucht, den Frieden zu bewahren. Wir bleiben einfach für uns, wisst ihr? Bis all dies begann. Und jetzt? Jetzt sind die Dinge anders. Sagt mir, was mit eurem Dorf geschehen ist. Vor nicht allzu langer Zeit begannen wir aus der verlassenen Mine Stimmen zu hören und seltsame Lichter zu sehen. Wir fanden heraus, dass dieser Kult sie übernommen hat. Dann begannen Leute zu verschwinden, während sie auf der Jagd oder beim Handeln waren und kamen nie zurück. Bald war das halbe Dorf verschwunden.
Wisst ihr, wo eure Familie sein könnte? Ich war zuvor noch nie in der Mine. Der Ort ist verflucht. Sie wurde Jahre vor meiner Geburt geschlossen. Ich habe keine Ahnung, wohin sie die Leute verschleppt haben könnten. Hoffentlich sind sie nicht zu tief in der Mine. Ich will sie finden und weglaufen, soweit ich kann. Wie habt ihr Lyrant getroffen? Heute Morgen öffnete sich ein Portal in unserem Dorf und sie trat hindurch. Die meisten meiner Nachbarn flohen. Vernünftig, wenn ich darüber nachdenke. Etwas in mir bewegte mich dazu, mit ihr zu sprechen. Was habt ihr gesagt? Als ich mich näherte, wollte sie wissen, wo der Orden der erwachenden Flamme ist. Ich habe ihr erklärt, wie er die Leute in die Mine verschleppte. Dann hat sie mir einen Handel angeboten. Ich weiß nicht, wieso ich ihn angenommen habe. Ich bin kein Kämpfer. Vielleicht werde ich hier sterben. Aber ich muss es versuchen. Okay. Also ich weiß, was Schnabelkätzchen vorhat. Ich weiß, was ich vorhab. Wenn ich meine Essensbestellung abgeben, gibt Cannelloni mit Spinat. So. Erlebt die Herrlichkeit, welche... Im Käfig! Überlebende! Ich kann ihn öffnen! Sehr gut. Einen Moment. So, ihr seid frei! Dratas! Was macht ihr hier? Ich will meinen Vater und meinen Onkel finden. Habt ihr sie gesehen? Die Kultisten haben sie beide mitgenommen. Niemand, der weiter reingegangen ist, ist zurückgekommen. Seid vorsichtig! Haltet euren Teil des Handels ein, Lyrant. Bringt sie heil hier raus. Nun gut. Ich bringe sie in Sicherheit. Schnabelkätzchen, tatsächlich habe ich für dieses Wochenende wieder drüber nachgedacht. Aber eigentlich wollte ich mir gestern was vorbereiten für heute, aber wie gesagt, gestern war ich nicht mehr in der Lage dazu. Deswegen wird halt doch was bestellt. Und dann gibt's morgen dann lecker Bowl im Stream. Variante, ich mach mal die Ego-Perspektive. Doch, kann ich jetzt schon reinmachen. Ich weiß ja, dass diese beim Boss kommt. Weil ihr irgendwelche Kings auf pupsende Okrims habt. Ihr werdet unsere Arbeit nicht unterbrechen. Aber hey, kein King-Shaming. Lieber eine Kristallscherbe ins offene Auge schießen, damit er noch mehr Augenkopf braucht. Sie sind alle tot. Geht weiter. Gebt mir einen Augenblick Zeit. So. Da war ja was. Letzter Wille und Testament von Fovus Rivul. An die Person, die dies finden mag, in der Hoffnung, dass ihr nicht zu meinen Geiselnehmern gehört. Mein Name ist Fovus Rivul. Bitte haltet ihn in Erinnerung. Ich habe in der kleinen Siedlung ganz in der Nähe des Ortes gelebt, von dem ich mir vorstelle, dass ihr dies, meinen letzten Willen und mein Testament, gefunden habt. Jahrelang war meine Aufgabe eine einfache, die Kleidung meiner Freunde und Nachbarn ausbessern. Dann und wann zum Spaß, vielleicht sogar ein oder zwei Entwürfe gestalten. Doch die Routine gefiel mir. Für jemanden wie mich, der einfach nur ein schönes, ruhiges Leben führen möchte, perfekt. Ich hatte keine Familie, was auch in Ordnung war. Unsere Siedlung ist eng verbunden. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie viele noch dort sind. Vielleicht hätten wir wachsamer sein sollen. So lange ließen uns die chaotischen Mächte der Welt in Ruhe. Ich sage nicht, dass wir ein vollkommen friedliches Leben führten.
Doch ich habe mich nie unsicher gefühlt. Bis zum Orden der erwachenden Flamme. Zuerst sahen wir ihre Fackeln. Eine lange Prozession, die in den Eingang dieser verlassenen Minen ging, in der ich nun eingesperrt bin. Als meine Nachbarn und ich sich versammelten, um den langsamen Marsch der Flammen zu beobachten, vernahmen wir leise Gesänge. Ich schwöre, ich spürte ein sanftes Beben im Boden, doch ich nahm an, das seien meine Nerven. Ich hätte dem mehr Aufmerksamkeit schenken sollen. Schon bald verschwanden Leute. Ich musste nach Kramfeste reisen, um Vorräte zu beschaffen, da meine Lieferung nicht angekommen war. Was zu der Zeit merkwürdig war, da mein Geschäftspartner immer pünktlich gewesen war. Es dauerte gar nicht lange, bevor ich von schattenhaften Gestalten in Umhängen überrumpelt wurde. Sie töteten mein Pferd und schlugen mich bewusstlos. Als ich erwachte, war ich in einem Käfig gesperrt. Es war kalt und nass. Und hier werde ich wahrscheinlich auch sterben. Weiter entfernt höre ich die Gesänge und ein hohes, zwitscherndes Geräusch von irgendeiner unnatürlichen Bestie. Ich muss mich also sputen. Ich überlasse meinen Schneiderladen den jungen Rilassi, falls sie noch lebt. Oder Meden, falls Relasi gestorben ist. Mein Heim und meine Habseligkeiten sollen an jene aus der Siedlung verteilt werden, die in Not sind. Ich weiß, dass dies nicht unserem Brauch entspricht, doch jene, die übrig sind, brauchen womöglich einen Unterschlupf. Meine Kneipenrechnung überlasse ich dem Wirt Trina, dem lustigen alten Narr. Bitte entschuldigt Rechtschreibfehler und verschmierte Buchstaben. Das Schreiben mit blutigen Fingern erwies sich als Herausforderung. Unterschrieben und autorisiert von Fovus Rivul. Schon ein bisschen traurig. Kann sie noch nicht mal aus ihren Gräbern rausholen. Die Ochsenblut-Menagerie. Und hier ist Ochsenblut, der Verkommene. Drathos, ihr seid hier? Onkel, ihr seid verletzt. Schaltet die Ogrimwache aus. Ich versorge meinen Onkel. Oh, da muss ich gucken. Der hat nämlich auch eine Gefängnismechanik. Ja, Ochsenblut. Du und ich. Dein Bauchnabel und ich, besser gesagt. So, jetzt wisst ihr, warum hier Ego-Perspektive gewünscht wurde. Ich spüre es richtig. Der hat mich fast tot gefurzt. Ja, Munition. Guck's mal schön auf Bastian diesmal. Ich fühle es. Oh Gott, ich sterbe fast. Ich will hier nicht. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Ich will nicht sterben.
spüre es echt. Geschafft. Ihr solltet nicht hier sein, Drathas. Diese Leute sind zu gefährlich. Keine Sorge, ich habe Hilfe. Wo ist Vater? Verschleppt. Von Baron Sartus. Bitte, Drathas, verlass diesen Ort. Onkel, ich weiß, ich kann Vater retten. Ich kann helfen. Onkel? Nein! Geht weiter. Ich hole euch ein. Ich habe... Gerade mein Inventar ein bisschen aufrufen. Aufräumen. Geschäfte? Dann kann ich, glaube ich, einen Gefährten weitergeben. Das ist nicht das Allerschlechteste. Ein Klauerdolch. Ein Heilungsstab will ich aber eigentlich keinem geben. Streitkolben behalte ich auch mal. Komm, wir trösten ihn. Bitte geht ohne mich weiter. Ich folge euch in einem Augenblick. All diese Leute, Freunde, Familie, Tod. Zu welchem Zweck? Das ist alles einfach zu viel. Ja. Und Dai, einen wunderschönen. Guten Morgen. Hier sieht man, hier sind relativ viele. Da hat aber einer hier, genau. Ein paar Schatztruhen besucht. Und das hier oben eigentlich ganz schick. Akin hat immer noch ein Buch drin? Scheinbar nicht. Oh, wie er gechillt hat. Ihr werdet euch in Käfig wiederfinden. Wacht auf! Bekommt den Kopf frei! Der Sieg ist grausam, aber die Niederlage ist schlimmer. Oh. Tanja, ich muss dir noch was schreiben. Ja, Kevin.
Zum Luxushändler-Paket. Nicht zur Maske. Die verlosen wir als nächstes. Also, wer frisch dazukommt, nächstes Giveaway, was startet. Einmal Baron Zautrus. Halt, ich muss aber noch was einstellen, merke ich gerade. Ich glaube, das habe ich auf 60 Minuten stehen. Das möchte ich nicht. Das ist zu lange. Das bringt mich nämlich sonst durcheinander. Cabbage einmal mehr im Melden. Steht auf einer halben Stunde. Sehr gut. Bis du da bist. So, wir haben hier die... Nicht mit mir! Sagt mir, wo ich meinen Vater finde! Monster! Vater! Meint ihr etwa, ich würde Sterblichen Beachtung schenken? Ihr seid nur Fleisch und Muskeln für mich. Machen wir dieses Monster nieder. Ich kann helfen. Ja, ich bin gespannt. Auch hier ist, glaube ich, eine Unterbrechungsmechanik dabei. Im Normal weiß ich es nicht. Vielleicht aber auch nur im Bett. Ein bisschen magerer als meine üblichen Diener. Aber mal gleich sehen. Ich glaube, beim zweiten. Ja, ist halt ganz schön doof, Bastian, aber dich brauche ich. Dich brauche ich. In der Hoffnung, dass du dann unterbrichst, weil ich gestunt werde. Verschwindet, Ungeziefer! Ja, Bumbatz. Du sollst dich doch nicht da reinstellen. Ist leider ausgelaufen. Das wäre auch. Also hier wär's. Bei dem anderen ging es ja nur darum, euch zu belustigen. Hier wäre es eine Qual. Will ich nur mal anmerken. Hier mich auf First Person zu schicken. Bei 8 Milliarden Bodenflächen. Wäre schon. Glück für euch, habe ich gerade in den Chat geguckt. Oh Gott. Ey, ich sag euch. Verschwindet, Ungeziefer! Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo der Boss ist. Deswegen tue ich jetzt gerade mal die. Da ist er. So, jetzt ist es soweit. Ihr könnt. Am Giveaway der Baron Zautrus-Maske mitmachen. Wie gesagt, eine der schönsten Monturmasken, die wir im Spiel haben, und eine der teuersten. Es scheint, als bereiten sie eine Opferung der verbleibenden Gefangenen vor. Opfer? Mein Vater könnte dabei sein. Beeilen wir uns! Zur Verfügung gestellt, gesponsert vom ehrenwerten Tosca. Die sucht einen neuen Besitzer in. Ist mit euch beiden. Wir müssen meine Leute und mein Vater vor dem schrecklichen Schicksal retten, das ihnen zugedacht ist. Diese Monster müssen büßen. Ich weiß, ich erscheine schwach, aber ich lasse mich nicht aufhalten. Nicht bis ich alle gerettet habe, die ich retten kann. Ihr habt euch gut in diesem Kampf geschlagen. Vielen Dank. Wo war er überhaupt? Etwas in mir ist einfach übergelaufen. All der Zorn über das, was wir gesehen haben. Und der Hass auf diese Abscheulichkeiten.
Ich weiß, dass ich nicht so gut kämpfen kann wie ihr. Doch ich hoffe, ich kann an eurer Seite meinen Teil beitragen. Okay. Wir haben nicht viel Zeit, wenn wir Drathas Leute retten wollen. Und wenn ich meinen Teil des Handels nicht einhalte, fürchte ich, dass die ganze Vereinbarung ungültig wird. Aber ich brauche diese Kassette. Also, genug geredet. Lasst uns weitergehen. Was habt ihr herausgefunden? Wie ich schon sagte, die Kultisten nutzen die Gefangenen, um einen Schrein von Merunes Dagon freizulegen. Jetzt bereiten sie ein großes Ritual vor. Zu welchem Zweck, kann ich nicht sagen. Allerdings gehe ich davon aus, dass diese Sterblichen, an denen Drathas so hängt, in dem Ritual geopfert werden sollen. Okay. Ich glaube, DRL spinnt. Vielleicht habe ich Glück und es kommt doch heute, weil irgendwie meine App sich... So, hier. Lava. Lava und Pilze. Ja, klar, ja, tatsächlich. Damit wollte ich eigentlich vor Ego ablenken, aber das hat nicht gut gemacht. Aber in der Ego sieht man halt auch nicht, was ich anhab. So, ich habe noch Ego an, ich habe halt nur keinen Timer angemacht. Aber machen wir einfach bis zum nächsten Boss. Lauf gerade falsch. Hier geht's weiter. Mal kurz verlaufen. Was für eine mickrige Energiebarriere. Leicht zu entfernen. Lyrant, euer Ruf eilt euch voraus. Ich finde euch nützlich. Wer seid ihr? Da ist die Maske. Warum habt ihr meine Leute geholt? Aus dem Weg, Fliege! Baron Zaudrus, endlich begegnen wir uns. Lyrant, ihr gehört mir. Er schlägt hart zu. Hat mir wohl eine Rippe angebrochen. Geht weiter. Ich schaffe das nicht. Was auch immer das war, er ist einfach zu stark. Ich hatte kaum eine Chance. Wie in der Welt können wir gegen so etwas antreten, geschweige denn es besiegen? Selbst Lyrant war machtlos. Vielleicht endet hier mein Kampf. Guck grad mal. Was für ein... Die zwei Striche. Ja, ich glaube aber nicht, ich weiß nicht, ob man das in der App dann sieht. Ansonsten einfach zweimal Alt. Und dann die Striche links neben Y vor und am Ende. Und dann packt das da auch rein. Ihr dürft nicht aufgeben. Wir können das schaffen. Freut mich zu hören, dass ihr das denkt. In der App ist es auch okay. Doch ihr habt gesehen, was geschehen ist. Er sah in mir nicht mehr als einen Sekt. Und so hat er auch meinen Onkel gesehen.
und mein Vater. Wir sind nichts für ihn. Lass mich einfach zurück. Geht bitte. Erfüllt den Handel. Befreit alle, die noch leben. Twist aber arschsentimental hier. Das hat mich noch nie aufgehalten. Geht hier besser kein Risiko ein. Unterbreche bewusst nicht. Bastian, komm doch aus dem Feuer raus. Kurze Fata Morgana gesehen. Noch irgendwas unter. Wow. Ja, meine Geld rettet mich. Heilung. Sie wollen uns wirklich aufhalten, was? Sie schleudern uns alles entgegen. Ich will das zu Ende bringen. Ich weiß, dass wir das zusammen können. Los! Ich bin aber in der falschen Richtung. See, Fluss, Hauptsache Gewässer. Die Musik ist sehr schön. Oft sehr schön, gerade die Kampfmusik macht es wirklich sehr, sehr episch. Mehr Gefangene. Vielleicht leben einige von ihnen noch. Nur noch mehr Nahrung für die Flammen. Nichts als Haut und Knochen. Bis in den Tod geschunden. Seht nur, da unten. Was machen Sie da? Ich muss kämpfen. Dude, keine Ahnung, was Sie da unten machen. Was sind da unten eigentlich? Und die chillen da unten. Was um Nirns Willen ist denn das? Es sieht schon cool aus, wie die da drinnen gefangen ist. Ich
suche oben nach etwas Nützlichem. Weiß. Weiß nicht, ob es alleine so clever wäre, so viele Dinge miteinander zu finden. Um Lyran zu befreien, muss man diese Dinge hier miteinander freischalten und dafür ist die Schmiere da. Denn mit der Schmiere. Ich suche nach mehr von dieser Schmiere. Vernichten und diese Schmiere könnte helfen. Kann man nämlich. Meine Freiheit rückt näher, Sterblicher. Diese Dinge, aber ich schaff nicht mehr. Angriff! Man kann anders laufen, aber da ich nicht so genau weiß, wie schnell ich bin, will ich es nicht doppelt machen müssen, weil ich dann verkacke. Ja. Ja, ich glaube halt einfach, dass es von, also vom Tempo her könnte ich schaffen, wenn ich was für Tempo noch dabei hätte, aber weil natürlich auch, je mehr man miteinander verbindet, desto mehr Ads kommen. Es gibt eine Errungenschaft. Mit ihm habe ich übrigens noch nicht umgestellt. Da hätte ich ein bisschen Tempo kriegen können. Aber man kann halt auch so verbinden. Und so kann man dann halt auch. Weil es gibt ein Achievement, dass man nur zweimal das Ding benutzt. Ja, aber ich bin irgendwie trotz Okan relativ langsam. Verwendet diese Schmiere, um Lyrans Macht zu leiten. Ich suche nach mehr von dieser Schmiere. So, ja, Bastian, genau. Greift da die Mitte ruhig an. Hier noch so ein großer Drache kommen? Ah, da ist doch der. Jetzt gebt ihr bloß noch Titan, ein. Kein Drache. Sartas, ihr habt durchgehalten. Ich bin beeindruckt. Ihr habt mich wirklich gelobt. Was wollte Zaudrus von euch? Er hat sehr wenig gesagt. Doch mit solchen Maschinen extrahiert man dätrische Macht. Vermutlich für ihre Ritual. Wir müssen Baron Zaudrus aufhalten und meinen Vater finden. Er ist in der Nähe. Ich fühle es. Ich stimme zu. Ich überlege die ganze Zeit, ob mir sein Vater irgendwas sagt. Oder wann man dem begegnet. Was? Jetzt? Ich werde das nicht zulassen. Ah, wahrscheinlich. Okay. Glaube ich was. Ich glaube, ich weiß, wo kommt ja hier noch mal so eine. Seht, ob ihr dem ausweichen könnt.
Heiligkeit dieser Stätte. Ich muss eine andere finden. Ich weiß, wonach ihr sucht, Lyrant. Folgt mir, wenn ihr wollt. Feigling! Er kann nicht weit gekommen sein. Das all diese Leute. Ich kannte sie. Meine Freunde. Nachbarn. Dratas! Junge! Seid ihr das? Vater! Ihr lebt! Ich bin jetzt hier. Was tut ihr hier? Wer sind diese Leute? Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Ich habe meinen Teil getan, Dratas. Ich brauche diese Kassette. Freund, ich muss bei meinem Vater bleiben. Erfüllt den Handel. Findet Baron Zaudrus und besorgt die Kassette. Also wenn dir auch des Suchers fehlt, dann musst du eine Nebenquest machen. Loras Kopfweh ist eine Quest im neuen Gebiet. Nicht Teil der Mainquest. Da kann dir Asael, glaube ich, TVDM, ein wunderschönen. Ich weiß, wir haben es gemeinsam bis hierher geschafft und ich weiß, dass die Schuld gegenüber Lyrant die meine ist. Doch ich kann meinen Vater nicht verlieren. Bitte geht mit ihr. Findet, was sie sucht. Wir können uns später unterhalten. Ich darf mich nicht mit dem Vater unterhalten. Auch ganz schön dreist. Und Usha ist noch nicht in der Frage. So, wir sind am erhabenen Gipfel, Baron Zaudrus. Was ihr wollt, ist hier, Lyrant. Kommt und holt es euch! Gebt mir die Karte oder sterbt beim Versuch, sie zu schützen. Oh, das ist eine gute, das ist ein guter Hinweis, wenn der Questmarker erst aufhört, wenn jemand fertig gejammert hat. Bei mir ist sie hier eingezeichnet. Und da dann einfach mal warten. Aber es ist... ich merke gerade, das Addon. Addon zeigt schon die Quests an. Sehr cool. So, kämpfen wir gegen Baron Zaudrus. Baron Zaudrus hat seine eigene Mechanik. Da oben ist Lyrant direkt schon wieder am Arbeiten. Hat halt das Können, diese Dinge hier zu machen, aber bevor kann ich die auch nutzen. Ich werde euch vom Angesicht dieses Reiches tilgen. Wow. Zu mir, Sterblicher. Lasst meine Macht durch euch fließen. Weiß nicht, ob das mehr Damage ist, wenn ich das benutze gegen ihn oder nicht. Kommt ihn durch meine Macht. Ich glaube, ich muss es halbwegs ignorieren. Wenn ihr euch nicht auf Magie verlassen könnt, dann wechselt eure Strategie. Ja. Meine Strategie jetzt ist, glaube ich, weglaufen. Das ist ja eigentlich Lyrant. Durch meine Macht. Oh. Zu mir, Sterblicher. Lasst meine Macht durch euch fließen. Seht mein wahres Potenzial.
Ich werde euch vom Angesicht dieses Reiches tilgen! Fühlt meinen Zorn! Trotzt ihm durch meine Macht! Weil die Flammenatros, die man dann hieraus befreit, die kämpfen nämlich dann auf der eigenen Seite mit. Ja, das ist gar nicht so einfach. Aber ich hab wieder mal Money Gate. Ich sollte häufiger benutzen als in den letzten Verliesen. Sterblicher, lasst meine Macht durch euch fließen. Zum Niedersterblicher, lasst meine Macht durch euch fließen. Ihr habt ihn getötet, den der für all dieses Leid verantwortlich ist. Es ist vorbei. Drathas hat seinen Vater. Nun seid ihr an der Reihe. Unterhalten wir uns. Servus, Lykanthrop. Ja, heute ist Baron Sautros Tag. Wir losen gerade die Maske. Es gibt sie bei der Goldenen. Und wir haben gerade den Baron besiegt. Ich muss schon sagen, ich kam auf der Suche nach einer Sache hierher. Und stieß auf ein noch viel größeres Mysterium. Warum sollte jemand diesen Ort weihen? Zu welchem Zweck? Nicht zu wissen, was diese Diener von Merones Dagon planen, bereitet mir Unbehagen. Ihr sagte zu Baron Sautros etwas über eine Karte. Ah, ihr habt das gehört. Natürlich. Ja, ich hoffe, eine Karte in der Kassette zu finden, sobald Drathas sie öffnet. Sie sollte mich zu noch größeren Geheimnissen führen. Doch das spielt jetzt keine Rolle für euch. Ich habe euch Gold versprochen. Und hier ist es. Wohlverdient, muss ich sagen. Ich bin so stolz auf euch, Drathas. Ich war sicher, ich müsste bald sterben. Nie hätte ich gedacht, dass ihr so stark sein könntet. Vielen Dank, Vater. Meine Freunde haben mir sehr geholfen. Ein wahrlich anrührendes Wiedersehen. Doch ihr müsst den Handel erfüllen, Drathas. Ja, natürlich. Ein Moment. Aha! Ziemlich einfach. Bitte sehr. Scheint eine Karte zu sein. Angemessene Arbeit. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Und Unknown Nightmare, einen wunderschönen guten Tag und vielen, vielen Dank für den Follow. Vielen Dank, dass ihr meinem Sohn geholfen habt. Er ist so erwachsen geworden, seitdem ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Er wirkt jetzt so stark. Er hat so viel Selbstvertrauen. Das hätte ich nie erwartet. Fürs Erste bin ich einfach nur von hier weg. Drathas kann mich nach Hause begleiten. Und Lea, vielen Dank. Wir haben es geschafft. Nach allem, was wir gesehen haben, hätte ich gedacht, wir finden meinen Vater vielleicht nur noch tot auf. Aber wir haben ihn gerettet. Doch das kann ich kaum mir als Verdienst anrechnen. Ihr habt so viel für uns beide getan. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld. Wie geht es eurem Vater? Er lebt. Viel mehr kann ich nicht verlangen. Wir können seine Wunden mit Tränken und etwas Ruhe behandeln. Doch wenn ich ihn verloren hätte, hätte ich mich nie davon erholt. Was werdet ihr als nächstes tun? Ich will diesen verfluchten Ort für immer verschließen. Doch vorher muss ich meinen Vater hier rausholen und nachsehen, ob noch jemand lebt. Was mein Dorf angeht, ich weiß nicht, wie viele noch übrig sind. Wir müssen vielleicht irgendwo anders neu anfangen. Unser Handel ist abgeschlossen. Ich habe meine Karte, Drathas hat seinen Vater
Und ihr habt euer Gold. Ja, aber einfach und so sauber, wenig Gold. Wie es mir am liebsten ist. Ich habe nicht vor, viel länger hier zu bleiben. Wenn ihr also Fragen habt, dann stellt sie. Was werdet ihr als nächstes tun? Ich werde der Karte folgen und nachsehen, wohin sie mich führt. Große Ereignisse stehen bevor und ich möchte sie beobachten. Vielleicht kann ich euch auch in Zukunft brauchen. Seid bereit, meinem Ruf zu folgen. Was hatten die Kultisten vor? Das Ritual sah aus wie eine Weihe des Schreins. An sich wäre das erst einmal nichts Schändliches, doch es ist nur der erste Schritt für Größeres. Ich vermute, dass wir das, was auch immer es war, nur verzögert, aber nicht aufgehalten haben. Okay. Das war damit dann auch schon die Flames of Ambition. Kommen wir dann zu Waking Flame mit der Rotblütenbastion und dem Schreckenskeller. Könnte auch nochmal sehr spaßig werden.